Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hallo liebe Mitreisenden, heute mal ein Thema mehr vom Baulichen. Und zwar haben wir das Problem mit der Zentralverriegelung. Die Zentralverriegelung funktioniert bei uns nicht mehr auf der Aufbautier und vorn. Wir haben die Problematik schon raus. Einmal die Sicherung funktioniert aber trotzdem nicht. Und dann haben wir das Problem Schloss. Da gehen wir heute mal rein in die Aufbautier. Wir müssen hier die ganze Verkleidung abbauen und wir müssen die ganzen Stifte entfernen. Problematisch bei diesen Stiften ist es, ich gehe mal rum, wenn wir das sehen, dass diese Stifte, die wir hier haben, viele kennen das ja von ihrer Aufbautür. Diese Stifte müssen wir einschlagen bis durch und wenn die eingeschlagen sind, kann man in der Regel diese Stifte nicht mehr verwenden. Wir wollen uns diese Stifte aber erhalten und diese Verriegelungen und diese Verkleidung uns erhalten, damit wir keine neuen hier verwenden müssen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Noch mal und diese werden dann mit einem Spezialwerkzeug so leicht nach oben gehoben und entfernt. Genau. Das Spezialwerkzeug, was wir hier haben, ich zeige es mal in der Ferne. Genau, meine Frau. Meine Frau, das ist der Spießer von Fondue. Das funktioniert wunderbar, um diese Verriegelung an der Aufbautür zu entfernen. Wir sehen hier mit dem Austreiber. Toni hat hier einen Austreiber, dann das Spezialwerkzeug und einen kleinen Schraubendreher. Und mit einem kleinen Schraubendreher werden diese Nasen ganz einfach gehalten und dann gezogen. Genau, hier haben wir noch eine. So, jetzt sind wir hier an der Verkleidung. Die untere Verkleidung haben wir schon abgemacht. Da sehen wir jetzt das Schloss. Ja, das ist das Schloss für die Aufbautür und die komplette Schließmechanik. Und hier haben wir den Verschluss und hier haben wir die Kabel und die Kontakte für die Zentralverriegelung. Und jetzt nehmen wir hier die Verriegelung ganz einfach mal ab. So, jetzt machen wir mal die Verkleidung ganz kurz. Das ist Klettverschluss. Und die Klee. Wie wir sehen, ist die Verkleidung leicht geklebt. Wir haben hier unten einen Klettverschluss dran, damit das der Kamera manchmal einfangen kann. An der unteren Verkleidung haben wir einen Klettverschluss, wurde verbaut. Und hier oben. Und hier oben wird es geklebt. Jetzt schauen wir mal, ob der Döni das schön abkriegt hat. Und das ist der Motor von der Zentralverriegelung. Bist du das filmen? So, jetzt haben wir hier einen Motor von der Zentralverriegelung und die Mechanik von der Zentralverriegelung. Hier haben wir, das funktioniert. Und jetzt müssen wir bloß mal schauen, warum die Zentralverriegelung hier nicht funktioniert. Das ist ja wirklich italienisch, ist das gebaut hier? Italienisch. Schauen wir uns das mal an. Ja,
mit Schnur zusammengebunden. Zusammengebunden im Bein. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Körper eigentlich herkommt. So, hier haben wir einen Motor von der Zentralverriegelung. Hier hatten wir das Problem bei den Türen, bei den Aufbautüren, dass hier unten die Kontakte, wie wir es hier haben, die Kontakte nicht identisch waren erstens auf dem Bolzen hier von der Türe. Und wir sehen es jetzt hier auch, schalt's mal ran, dass der Bolzen extrem abgenutzt ist und somit sind die beiden Kontakte nicht identisch mit den Bolzen übereinander gekommen. Somit kam der Kontakt nicht zustande. Der Motor ging mal ab und zu und ging ab und zu nicht. Und im Endeffekt kam dann auch die Sicherung. Nichtsdestotrotz haben wir hier das Problem mit dem Schloss, aber das müssen wir separat machen, das müssen wir ziehen. Wir haben jetzt hier alles ausgebaut und bauen das Schloss jetzt hier komplett wieder ein, inklusive Motor. So, jetzt haben wir den Türkontakt verstellt, identisch mit dem Türenschloss. Das Schloss gefettet, wie wir jetzt schön sehen können. Dann haben wir hier die Kontakte der Zentralverriegelung gefettet und hier oben das Schloss nochmal anständig gefettet, damit es schön sauber funktioniert. So, jetzt haben wir hier die Kontakte mal festgemacht, dass das Kabel hier nicht scheuert während der Fahrt. Richtig schön festgemacht, richtig schön versiegelt. Der Motor geht. Haben wir probiert, haben wir getestet. Die Kontakte haben wir erneuert von den Kabeln her. Kann man hier schön sehen, alles schön angeklebt. Jetzt probieren wir die ganze Geschichte mal aus. Toni macht mal die Türe zu. Funktioniert. Ja. Funktioniert. Perfekt. Und jetzt bauen wir die Verkleidung wieder an. So, jetzt kommt die Verkleidung wieder rein. Zum Glück haben wir ja durch sorgsames Entfernen die Stifte und die Bolzen gerettet. Und jetzt schaut es hier so aus. Wunderbar. Jetzt machen wir hier die Bolzen wieder rein. Jetzt machen wir hier die Bolzen wieder rein. Ja. Genau, sehr schön. Und die Stifte, die haben wir gerettet. Die müssen wir zwar einschlagen, haben wir aber gerettet. Die haben wir wieder rausgenommen. Sehen wir jetzt schön. Und die kann man jetzt hier wieder wunderbar einschlagen. Und somit ist das wunderbar wieder alter Stand. Also wenn man diese Stifte vorsichtig einschlägt, kann man die wunderbar wieder verwenden und das schaut dann so aus. Perfekt. So, jetzt haben wir hier wieder eingehängt Müllklappe und den Mülleimer. Jetzt machen wir hier da hinten die Bolzen noch. Für diejenigen, die das interessiert, die jetzt ein Problem haben mit diesem Jalousie, mit der Jalousie von der Aufbautür, kann man ganz leicht wechseln. Sehe ich gerade, hier unten dran hat man ein Vierkant mit einer Schraube. Die kann man lösen, hier rechts und links. Und dann kann man hier die Jalousie entspannen. Und dann komplett raus machen und erneuern. Ne? Sehe ich gerade hier, ist mir jetzt kommt für uns nicht in Frage. Ich habe das jetzt nur sauber gemacht. So, jetzt machen wir hier oben noch einen rein. Da passt es wieder.
alles wunderbar. So, jetzt haben wir die Unterverkleidung dran. Und jetzt kommt die Oberverkleidung noch ran. Und da brauchen wir nichts zu machen. Jetzt mit den Kontakten. Oben ist Licht, unten ist Zentralverriegelung. Also passt das 1A. Es ist geklebt, teils mit Klettverschluss und teils mit beidseitigem Klebeband. Das konnte man wieder verwenden, also passt das 1A. Die junge Generation von Wohnmobilbauern hier. Klar, man kann die Zeit genug anfangen. Aha, gut, okay. Ja, wenn es dann in ein paar Wochen auch schon bereit ist. Ein paar Wochen? Ja. So, jetzt haben wir alle Stifte wieder drin. Siehst du? Ich glaube, oben. Und unten. Und wichtig ist, dass man die Stifte hier retten kann, ne? Genau. Man sieht auch, dass er sieht. So, liebe Wohnmobilfreunde, das war's gewesen. Wir haben die Tür wieder fertig. Es funktioniert alles wieder. Die Zentralverriegelung funktioniert wieder. Das Schloss ist wieder okay. Wir können wieder auf und zuschließen. Zentralverriegelung passt auch wieder. Wir haben alles wieder dran, so wie es war. Wir haben alles gerettet. Dank Toni. Ne? Wir wünschen euch was. Wenn ihr Fragen habt zu dem Film, ganz einfach unten in die Kommentare rein. Ratschläge auch unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.